Fritz oder stirb mit Naissance, Naissance. Ich bin mir nie ganz sicher, wie man es wirklich ausspricht, aber ich bin mir sehr sicher, dass sich an diesem Spiel garantiert die Geister scheiden werden, denn das ist schon sehr speziell, aber auch auf gewisse Weise speziell cool. Wer auf mysteriöse Formen steht, wer auch mal ein bisschen offen ist für Neues, für anderes, auch ein Gefühl für Klänge hat, der könnte an diesem Spiel durchaus Freude haben. Wer Antworten will und braucht, der ist hier vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Aber ich habe ja gesagt, ich will in diesem Format Fritz oder stirb eben auch mal Spiele zeigen, die unterm Radar liefen, die keiner so richtig doll mitbekommen hat, die vielleicht auch nicht super toll waren oder zumindest keine super tolle Wertung bekommen haben, die aber irgendwie einen Dreh haben und irgendwie einen Kniff haben, die sie interessant machen. Und dieses Spiel, finde ich, ist durchaus sehr, sehr interessant, weil es immer wieder überraschende andere Umgebungen zeigt, andere Formen, viel mit Licht und Schatten spielt, viel mit Geräuschen. Und weil es am Ende des Tages eigentlich nur von einer Person kommt, noch mit der Hilfe von drei Musikern dazu. Ich habe mir auch einen kleinen schlauen Zettel gemacht, wo ein paar Infos noch dazu draufstehen, weil ich mir die Namen auch immer nicht merken kann. Aber ich glaube, während des Spiels gibt es noch mehr als genug Zeit, darüber zu sprechen. Generell wird das aber wahrscheinlich ein Let's Play werden, wo gar nicht so viel gesprochen wird, denn so viel gibt es gar nicht zu erzählen. Das ist mehr so ein einfach mal mitlaufen, einfach mal die Formen genießen und sich ein bisschen berauschen lassen von der Visualität dieses Spiels. Und damit geht's los. Viel Spaß! Lucy is lost. Ich kann empfehlen, dieses Let's Play, vielleicht die Anlage bei diesem Let's Play etwas lauter zu drehen, weil hier viel mit Geräuschen passiert. Und natürlich mit Licht und Schatten, aber dazu braucht ihr eure Anlage nicht lauter zu drehen. Das war übrigens ein absolut männliches Schreien. Ich wüsste nicht, wie es anders klingen sollte. Ging es jetzt hier weiter? Ja. Das ist übrigens ein wunderbares Spiel, bei dem man die Orientierung verlieren kann. Nein! Oder eben einfach mal falsch läuft. Aufgabe ist eigentlich verhältnismäßig einfach, erstmal dieser Lichtkugel folgen. Aber scheinbar will selbst das gekonnt sein. Na dann flieg mal. Ja, da kann ich ja wohl nicht weiter. Ich versuch's mal hier lang. Spiel gibt's übrigens für 15 € auf Steam. Zum Download.
Und dieses Limas 5, das ist tatsächlich nur eine Person, der Mavros, so rum, ist ein Franzose, der sich jetzt so als Independent-Entwickler versucht. Der hat früher mal bei Crytek gearbeitet, unter anderem an Leveln mitgearbeitet. Für Crysis. Und wir sehen schon, der hat offensichtlich echt Spaß an ein bisschen strangen Formen. Wow. Eine Gameplay-Mechanik, das ist nämlich hier dieses Rennen und dann im richtigen Moment atmen. Irgendwie glaubt er, ich würde die Maus benutzen. Tatsächlich benutze ich aber das Gamepad. Aber das ist es im Grunde genommen schon mit richtigen Gameplay-Funktionen. Man kann zwar Sachen noch benutzen und so ein Zeug, aber da passiert nicht so wahnsinnig viel. Es geht wirklich eher so um Formen und den Weg finden. Und die Klangkulisse. Ach, ich weiß nicht, ich krieg da sofort Gänsehaut. Ist doch geil. Entstehungsgeschichte von diesem Spiel ist auch nicht ganz uninteressant, zumindest ganz witzig, weil man kann sie verhältnismäßig gut nachverfolgen, zumindest was so die Grundidee von diesem Spiel mit Licht und Schatten und von diesen Formen angeht. Hallo? Ah. Denn es gab einen Ausgangspunkt zu dieser ganzen Geschichte, nämlich ein Film oder ein Kurzfilm. Den kann man sich im Internet auch angucken. Den werde ich in der Beschreibung unten mal verlinken. Der ist von, ich weiß gar nicht genau von wann der ist, aber der Mavros hat ihn zumindest 2006 gesehen. Vielleicht ist der Film auch von 2006. Und der spielt auch schon mit diesen Lichtschattenformen. Im Grunde genommen ist da schon zumindest die künstlerische Grundidee von dem Spiel komplett drin enthalten. Und es ist voll witzig, das mal so vorher zu sehen und dann zu sehen, wie sie es in ein Spiel umbauen. Ich pack mal die Verlinkung rein. Sein erstes Projekt war dann auch eine Mod gewesen für Far Cry damals noch. Also gerade hier das hier zum Beispiel, das ist, wenn ihr euch den Film mal anschaut, werdet ihr das sofort wiedererkennen, das Element. Eine Mod für Far Cry war der erste Versuch, so ein bisschen damit rumzuspielen. Und dann gab es eigentlich ein ganz großes Konzept sogar für... Ich bin zu früh runtergesprungen. Für auch viele Gameplay-Elemente mit diesem Licht und Schatten.
Aber er hat dann irgendwann gemerkt, dass so für eine Person allein das ein bisschen zu viel des Guten war. Und dann gab es so verschiedene Zwischenelemente. Da gibt es auch eine Webseite, die verlinke ich dann auch mal, wo man die Projekte mal so sehen kann. So künstlerisch immer ein richtig gutes Händchen gehabt, der Typ. Und irgendwann ging die Entwicklung dann von dem Projekt hier los. Und Petra fand es zum Beispiel voll schlimm. Die hat es getestet für die GameStar. Ich fand es voll scheiße. Und ich weiß nicht, ich fand es, als ich die ersten Bilder schon gesehen habe, die ersten Videos, ich fand es einfach irgendwie geil. Ah, das ist zu weit. Das ist zu weit. Dann weiter. Ah ja. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich der größte Kunstliebhaber bin, aber von solchen Formgeschichten, weiß nicht. Davon lasse ich mich gerne mal ein bisschen begeistern. Ich freue mich schon sehr auf die Kommentare übrigens, wie ihr das so findet. Das ganze Spiel. Ich würde euch allerdings bitten, dann doch vielleicht noch ein paar Folgen zu warten, bis ihr ein abschließendes Urteil fällt. Sagen wir mal, wenn das Urteil über mehr hinausgeht als finde ich total scheiße oder finde ich gut. Weil dazu braucht man schon noch ein bisschen andere Bereiche. Übrigens die Unreal Engine, die das hier macht. Ist mit dem Unreal Engine Development Kit gebaut worden. So. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz unten, ja. Ach, ist wie so ein kleiner Lichtschalter. An. Und hier ist der nächste. Ah, hier geht's weiter. Da hinten ist irgendwas Konkreteres. Irgendwie ein Licht. Dann gehen wir mal dahin. Nein! Ja, verdammt. Okay. Ah! Knapp. So, ein Versuch. Das Spiel wird schon verzeihen da. Und selbst das schaffe ich nicht. Man fährt noch zusätzliche Blöcke raus, damit man es schaffen kann. So, jetzt aber. So.
ganz schön ins Keuchen geraten. So wie wenn ich der Straßenbahn hinterher renne. Ein bisschen mehr zu den Musikern bzw. den Klangkünstlern, die hiermit arbeiten, kann ich ja vielleicht in der nächsten Folge mal erzählen. Nicht, dass ich jetzt da so wahnsinnig viel wüsste, aber zumindest so ein bisschen die Eckstichpunkte. Denn die haben ja schon einen recht starken Einfluss darauf, wie sich das ganze Ding hier anfühlt. So, jetzt haben wir hier zwei Türen. Wenn die im Schatten liegen, dann kann man da durchgehen. Ich aktiviere mal die eine und renn mal schnell durch. Ja. Da muss man dann auch schnell wieder rauskommen, weil die werden dann wieder fest, sobald sie im Licht sind. Ist jetzt ein Licht und da vorne ist ein Licht. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann müsste... Hier ist noch alles fest, also mit denen kann man was machen. Jetzt bewege ich mal das Ding. So, jetzt ist das hier liegt das im Schatten, jetzt kann ich da hinten durch. So, durch diese Wände kann man dann hindurchrennen. Da hinten sind noch mehr davon. Schau ich mal hier hoch. Jetzt ist das durchsichtig, allerdings auch der Boden. Das hilft mir jetzt nicht so weiter. Drehe ich mal wieder zurück. Dafür kann man da hinten durch die Wand durch. Ah, wenn man nicht runterfallen würde. Okay, das haut offensichtlich nicht nur die Wand weg. Hier komme ich allerdings nicht weiter. Und da drüben ist wieder einer von diesen Schaltern, die da so schnell flackern. Machen wir es mal andersrum. Genau, jetzt ist das Licht da weggeflogen. Jetzt ist hier, sind hier die Mauern durchlässig. Und die da hinten ist fest. Ah ja, okay. Und wenn die jetzt hier im Schatten liegt, dann kann ich hier hinten durch. Zack. Und den Schalter. So, der erzeugt jetzt wiederum Licht. Wenn ich da im richtigen Takt durchkomme, dann müsste es eigentlich klappen, dass man da auf die andere Seite rüberkommt. Das sind keine Schalter. Jetzt brauche ich beide. So, für einen kleinen Augenblick wird das jetzt hier durchlässig. Zack. Hat geklappt. Noch kurz warten und rüber. Folge dem Licht.
So. Jetzt könnte ich an der Stelle sagen, ja, Folge vorbei. Aber hab noch keine Lust. Also mache ich noch ein bisschen weiter. Ich will nämlich lieber noch die zweite Kammer oder wie man es auch immer nennen will, aktivieren. Ja, schnell durch hier. Außerdem haben wir uns ja ein bisschen angewöhnt, die ersten Folgen von so einem Let's Play mal ein bisschen länger zu machen. Ah, nein! Geflixt. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Na, neuer Versuch. Geh vor, Licht. So schlecht. Die Klangkulisse ist doch einfach mal der Hammer. Wow. Ja, das passt ja perfekt. Nächster Level, nächster Abschnitt. Und da geht's einfach in der nächsten Folge weiter. Macht's gut.